Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe letztens auf Insta so eine Umfrage gemacht, beziehungsweise so eine Stellt-mir-Fragen-Geschichte. Und da habe ich hier super viele Nachfragen zum Bereich Skincare bekommen. Ja gut, ich habe auch explizit gefragt, ob ihr so Skincare-Fragen habt. Und da möchte ich gerne heute in diesem Video ziemlich gebündelt, beziehungsweise kategorisiert und strukturiert drauf eingehen. Und wenn du Bock auf einen Wirkstoffguide hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich tatsächlich da mit Dalton beraten, weil das halt so der Hautpflegepartner bei mir ist, mit dem ich halt auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten kann. Das heißt, ich habe mich da auf der Homepage durchgelesen, ich habe mit Spezialisten geschrieben, gesprochen und zugesehen, dass ich da auch so simpel wie möglich versuche, euch so die Top 10 Wirkstoffe zu erklären, was man miteinander kombinieren sollte, was man nicht miteinander kombinieren sollte. Also das hier sind so ungefähr die Fragen gewesen. Blende ich euch mal ein. Ist auch ein Thumbnail einfach mal eingeblendet gewesen. Und manches wurde natürlich auch doppelt, dreifach, sehr vielfach gefragt, weil es halt auch super interessant ist. Denn alle reden immer über diese ganzen Wirkstoffe, Inhaltsstoffe. Aber was diese Wirkstoffe wirklich bewirken und warum sie so toll sind, möchte ich euch gerne einfach in diesem Video erklären. Und ja, ich habe aktuell, also vom 4.11. bis zum... Ja, was ist das denn? 11.11. Singles Week, ne? Den Code SINGLECLAUDI, damit kannst du unglaubliche 30% bei Dalton sparen. Das ist heftig. Und weil ich glaube, dass ihr genauso begeistert seid wie ich darüber, dass wir einen mega krassen Rabattcode gerade halt haben, möchte ich in diesem Video einfach mal was verlosen. Komm, wir hauen raus. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung eines ziemlich schönen Beauty-Pakets teilzunehmen, was einen sehr, sehr hohen Wert haben wird, was ich selber zusammenstellen werde. Ne? Ja, das steht in der Infobox. Alle Teilnahmebedingungen, schau super gerne einfach mal rein und ja, viel Erfolg beim Teilnehmen. 30% ist der höchste Rabatt, den die immer im Jahr raushauen. Und da könnt ihr jetzt euch mit Weihnachtsgeschenken natürlich auch eindecken. Und der Adventskalender ist jetzt auch in der Singles Week auf 104,90 Euro rabattiert. Schaut in der Infobox vorbei, hab euch den Link mal reingesetzt und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr zum Beispiel super praktisch gesehen den Ampullensprüher mit dazu bestellen und bekommt darauf dann auch nochmal die 30% Rabatt, ne? Oder halt auch andere Produkte, die vielleicht im Adventskalender nicht enthalten sind, die euch ein bisschen noch weiterhin interessieren. Ne? Könnt euch da gerne austoben, aber auf den Adventskalender selber gilt mein Rabattcode nicht. Wenn ihr aber noch andere Produkte mit in den Warenkorb packt, profitiere ich davon und bekomme eine kleine Provision, so kann man sagen. Ne? Genau, so, also es wurde gefragt zum Wirkstoffguide, Anfänger-Skincare, Pflegeroutine, Kombi von Seren, Wirkstoffen in Cremes, Inhaltsstoffe, die man kombinieren oder nicht kombinieren sollte. Und zuallererst ist es mir super wichtig, euch zu sagen, dass ich mir eine kleine Übersicht gemacht habe. Ich habe gestern Abend daran gesessen, weil ich das einfach so wichtig fand. Also ich habe Tonnen an Informationen bekommen und habe sie jetzt gebündelt hier zusammengetragen. Zuallererst ist es super, super wichtig zu sagen, jede Haut ist anders. Jede Haut reagiert anders auf entsprechende Inhaltsstoffe. Ich kann hier von dem sprechen, was quasi die Regel ist oder auch bei mir im Gesicht ist. Ne? Ich habe eine trockene, sensible Haut, vertrage aber tatsächlich Produkte, die für sensible Haut manchmal nicht so unbedingt empfohlen werden, trotzdem. Und ja. Pauschalaussagen zu treffen ist immer super schwierig. Ich versuche es, wie gesagt, hier relativ zu machen. Deswegen bewege ich mich auf sehr dünnem Eis. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich habe mich hier anhand der Informationen von Dalton orientiert, anhand von meinen Erfahrungen. Da kann ich natürlich jetzt auch nicht für alle Hersteller zum Beispiel sprechen, weil ich da auch nicht die komplette Konzentration der jeweiligen Wirkstoffe in den Produkten kenne. So, wir starten einfach mal mit, wie man überhaupt eine Pflegeroutine für sich generell gestalten sollte, könnte, ne? Also im Prinzip ist es nicht, also du kannst es so machen, wie du möchtest. Wenn du dir zuallererst die Creme auftragen möchtest und am Ende das Serum, kannst du das so machen. Da wird dich wahrscheinlich keiner irgendwie für an den Pranger stellen. Es ist nur am sinnvollsten, wenn du dich wirklich von flüssig bis, ich sag mal, quasi fest durcharbeitest, um da einfach deiner Haut die Möglichkeit zu geben, nach und nach die Wirkstoffe und halt auch die Inhaltsstoffe aufzunehmen. Das heißt, wir starten mit einer ganz normalen Reinigung, um da einfach das Gesicht sauber zu haben, um wirklich eine blanke Leinwand zu haben. Das heißt, sowohl morgens als auch abends sollte das Gesicht gereinigt werden. Dann solltet ihr, ich verwende, solltet ihr nicht, ne, wie ihr möchtet, dann ist der Toner an der Reihe. Das ist ja so das flüssigste Produkt, das ist ja auch sehr, sehr wässrig und wenn es ein genereller Toner oder ein Gesichtswasser ist, verbleibt es ja auch auf dem Gesicht. Das kannst du dir auftragen, ein bisschen einarbeiten und dann hast du entsprechend deinen Toner aufgetragen.
gebe dem Ganzen Step-by-Step gerne immer so ein, zwei Minuten, um einzuwirken, also dass die Haut das halt auch entsprechend aufnehmen kann. Aber du merkst es eigentlich auch. Also gerade bei einer trockenen Haut merke ich, dass sie einfach wie ein Schwamm reagiert und alles aufsaugt. Bei einer öligen Haut, glaube ich, braucht manches ein bisschen länger, um einzuziehen, ne? Weil wenn du zu viel aufeinander schichtest, kann es natürlich auch zu viel werden, aber da kommen wir gleich zu. Als nächstes ist natürlich dann ist die Möglichkeit da, ein High Concentrate zu verwenden, jetzt bei Dalton zum Beispiel. Das ist wie so ein Add-on zu sehen, ne? Das heißt, du machst dann so eine gezielte Spezialpflege, so hey, ich habe das und das Problem, also verwende ich das und das High Concentrate. Dann kommt danach das Serum, was dann ja auch von der Konsistenz her etwas fester natürlich als ein Toner ist. Und das gibst du dir dann halt drüber. Und als nächsten Schritt hast du, oder als letzten Schritt, eine Creme. Du kannst aber auch High Concentrates mit in deine Creme reinmachen und es dann so auftragen, je nachdem, wie du halt möchtest, ne? Und am Ende ist dann immer der Lichtschutzfaktor natürlich das Produkt, was dann nochmal drüber kommen sollte. Wenn du jetzt eine relativ feuchtigkeitsreiche Haut hast, wenn du eine ölige oder eine Mischhaut hast, ist es manchmal so, dass es reicht, wenn du einen Moisturizer oder ein sehr, sehr reichhaltiges Serum, zum Beispiel Ceramidserum oder so, aufgetragen hast und darüber dann den Lichtschutzfaktor. Ne? Genau, so. Das war jetzt so der erste Step. Dann kommen wir mal zu der Schweiz. Ich habe es so genannt, weil ich das einfach so sehe. Ich habe 6 Inhaltsstoffe mir rausgesucht, die du wirklich wild miteinander kombinieren kannst, die du auch quasi als Basis sehen kannst. Also das sind halt auch die Inhaltsstoffe, die Wirkstoffe, die ich persönlich in so einer Creme sehen würde oder in einer Bodylotion oder sowas. Ne? Also das, oder halt irgendwo basic, ne? Dass du da halt einfach weißt, okay, das ist meine Bank, da kann ich mich draufsetzen und da ist alles tutti und da muss ich gar keine Sorgen haben, ob ich das irgendwie miteinander kombinieren kann oder eben nicht. Und du findest halt auch viele dieser Inhaltsstoffe in anderen Produkten, wo dann natürlich auch noch irgendwelche höheren, verrückteren Wirkstoffe mit drin enthalten sind. Ich starte die ganze Geschichte mal mit Panthenol. Panthenol hört man total häufig und da habe ich jetzt zwei verschiedene Sachen, die einfach jetzt hier auch gerade einfach da sind. Ne? Genau, also in der Aftersun-Reihe, in den Augenpads, in der Mineral Care Med und in der Redness Control-Reihe zum Beispiel finden wir diesen Inhaltsstoff sehr, sehr intensiv. Hier habe ich zum Beispiel das Todesmeer-Shampoo aus der Mineral Care Med-Reihe. Das ist total angenehm, das merke ich halt einfach auch direkt auf der Kopfhaut. Denn Panthenol beruhigt, hemmt die Entzündung und ist wundheilend. Also das merke ich hiermit tatsächlich sehr, wenn ich jetzt zum Beispiel so Pickelchen auf der Kopfhaut habe oder so, verwende ich das Shampoo und es ist einfach super beruhigt. Auch die Beruhigung finde ich hier bei den Hydrogel-Augenpads, die wir hier haben. Ne, das sind halt auch sehr, 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 sehr gute Inhaltsstoffe hier drin. Unter anderem haben wir halt auch nochmal das Panthenol mit dabei, was die untere Augenpartie beruhigt. Ne? Der nächste Inhaltsstoff, den ich einfach total liebe, das sind Ceramide. Das sind im Prinzip Lipide, also Fette. Und dadurch hast du halt eine gesunde Hautbarriere. Die findest du zum Beispiel hier durch die Sensitive Care Derma Balance Reihe. Da habe ich hier einmal die Augencreme, die ich wirklich super angenehm fand. Im Moment, wo ich zum Beispiel eine sehr unruhige untere Augenpartie hatte, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wenn man viel weint oder so, ist es halt eine Sache. Und hier, das hier ist ja mein Go-To-Produkt. Ich liebe es so sehr. Das kannst du im Gesicht verwenden, die Sensitive Care Derma Balance beruhigende Creme Medium. Aber du kannst sie auch als Aftershave-Creme verwenden. Richtig geiles Produkt. Ich mache das immer wieder leer, empfehle euch das und finde es großartig. Ich kann euch auch gerne weitere Produkte dann zu den jeweiligen Kategorien in der Infobox verlinken. Hier habe ich ein Produkt aus dem Adventskalender, das ist das Triple Ceramide Serum. Natürlich gehört das jetzt hier zu den Ceramiden mit rein. Da hast du 3 verschiedene Arten von Ceramiden. Und die stärken halt extrem gut die Hautbarriere, das repariert die Haut. Und gerade wenn ich jetzt hier, ne, so eine Ausflugsfamilie habe, die dann hier irgendwie am Weggehen ist, mache ich das drauf. Ich mache solche Skincare-Videos manchmal ganz gerne, dass ich auch wirklich ungeschminkt bin, dass ihr dann auch seht, wie meine Haut aussieht. Ne? Ich habe mich ein bisschen behangen wie ein Tannenbaum, habe mir auch einen Weihnachtspulli angezogen. Aber ansonsten habe ich nichts im Gesicht. Also ich habe nicht mal Nagellack drauf, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Und ihr seht, ich habe einen gewissen Glow. Ich habe auch ein bisschen, habe ich sogar mittlerweile Rosacea, aber das ist halt alles dadurch bedingt, dass ich eine super sensible Haut habe. Ein bisschen hier abklingende Unreinheiten durch Ausreinigung und Erdbeerwoche ist es halt so ein bisschen in Kombination. Aber ansonsten, finde ich, habe ich eine richtig gute Haut. Dafür, dass ich eine trockene Haut habe, sieht das Ganze wirklich vernünftig aus. Ne? Und das funktioniert halt nur dann, wenn man sich halt auch ein bisschen mit seiner Haut beschäftigt. Und das ist halt auch ein Stück weit wichtig. Als nächstes habe ich hier meinen Freund, das Vitamin E, das Schönheitsvitamin, was wir vor allem in der C-Reihe finden. Dort ist eigentlich vor allem das Ding, dass wir Stammzellen da drin enthalten haben und das dann halt wirklich nochmal intensiv die Haut bearbeitet. Aber
sehr, sehr freundlich tatsächlich. Wir finden diese Ampulle zum Beispiel in diesem Ampullenset. Das ist mein liebstes Ampullenset von Dalton, die Marine Selection Anti-Aging Collection. Und so schaut die Ampulle aus und die ist einfach der Hammer. Ich habe sogar schon mal die Empfehlung bekommen, dass man sowas auch auf Narben geben könnte, zum Beispiel auf meine Kaiserschnittnarbe oder sowas, ne? Dass das auf jeden Fall richtig helfen soll, die Haut auch wirklich zu regenerieren, ne? Aber so viel nur zur C-Reihe. Vitamin E an und für sich ist einfach auch in super vielen Produkten enthalten. Man hört immer das Schönheitsvitamin und so weiter, aber warum eigentlich? Und Vitamin E sorgt einfach dafür, dass es, dass die Hornschicht durchfeuchtet wird und dadurch halt das hauteigene Immunsystem gestärkt wird, dass wenn dann von außen irgendwelche Einflüsse kommen, dass die Haut darauf vorbereitet ist und auch reagieren kann, dass sie sich selber wehren kann. Urea ist so ein Ding, was ich bei euch mal gehört habe, was nicht bei allen so super beliebt ist, weil man damit halt Harnstoff in Verbindung bringt, aber das ist mittlerweile ja quasi synthetisch hergestellt. Also, ne, du machst dir kein Pipi ins Gesicht, keine Sorge. Auf jeden Fall ist Urea richtig toll vom Inhaltsstoff her. Ich liebe ja die Hyaluronic Urea Reihe, auch das ist ein Produkt aus dem Adventskalender. Hier habe ich hier dieses Serum einfach mal am Start, ne? Genau, und das ist einfach ein Feuchtigkeitsspeicher, der die Haut beruhigt und der einfach dafür sorgt, dass es der Haut gut geht. Ja, und deswegen verwende ich persönlich auch sehr, sehr gerne Urea. Und genau diese Reihe finden wir natürlich auch bei der Hyaluronsäure, was ja der nächste Inhaltsstoff ist, den wir einfach ständig lesen. Das ist ein Feuchtigkeitsspeicher, der einfach hilft, gegen Trockenheitsfältchen zum Beispiel zu arbeiten. Finden wir in super vielen Produkten, natürlich auch bei Dalton, da haben wir allen voran das High Concentrate, der Triple Hyaluronic Booster, und der ist einfach mit drei verschiedenen Arten von Hyaluronsäuren in verschiedenen Molekülgrößen, die dann auch unterschiedlich tief in die Hautschichten eindringen kann und richtig schön Feuchtigkeit spendet. Wir finden es aber natürlich auch in der Hyaluronic Urea Reihe, wo wir hier auch die Anti-Aging Feuchtigkeitscreme als kleine Größe in dem Adventskalender finden. Aber natürlich darf der Körper auch nicht vergessen werden. Hier haben wir auch die Hyaluron Body Lotion aus der Bodycare Reihe, die wir auch in einer kleinen Größe im Adventskalender haben, und zu guter Letzt natürlich auch in super vielen anderen Sachen, aber ne, was halt exemplarisch hier ist, in der neuen Verpackung, aber gleiche Inhalt halt, haben wir auch die Augenpads, wo auch Hyaluronsäure ganz weit oben mit drauf steht, und das polstert halt die Fältchen unter den Augen schön auf, die Trockenheitsfältchen halt, ne? Apropos Trockenheitsfältchen, wir sorgen auch von innen mit, ja, für Hydratisierung. Als nächstes kommen wir zu einem sehr, sehr beliebten Inhaltsstoff, und zwar Q10, lesen wir überall, aber was macht Q10 eigentlich? Also, wir haben ja selber Q10 bei uns in der Haut. Und dieses Q10 ist dafür da, um die Nährstoffe in der Zelle in Energie umzuwandeln. Also das ist dann ja quasi Zellstoffwechsel, ne? Dass dann halt auch Zellerneuerung stattfindet und so weiter. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass wir von außen nachhelfen, indem wir halt ein Coenzym Q10 verwenden, was dann ja auch in diesen ganzen Q10-Produkten drin ist. Und dieses Coenzym Q10 kommuniziert mehr oder weniger mit dem Q10 bei uns in der Haut und sagt, hey, jetzt komm mal in eine Bötte hier, da habe ich hier die Augencreme und da die Q10-Ampulle. Gibt eine komplette Q10-Reihe bei Dalton, und das gibt halt einfach nochmal so einen Schwung, dass der Zellstoffwechsel angeregt wird und das revitalisiert, und das merken wir ja auch, ne? Also dass du halt wirklich so einen Strahlen bekommst, und dafür ist Q10 einfach gut, macht durchaus Sinn, das zu verwenden, und das kannst du halt auch mit allen möglichen anderen Inhaltsstoffen in Kombination verwenden. Simi, du bist ja auch wieder da. Guten Tag. So, hier haben wir dann jetzt schon mal 6 Basic-Inhaltsstoffe, die du mit allen anderen Sachen auch entsprechend kombinieren kannst. Das bringt halt einfach was und macht gar kein Problem, ne? Jetzt gibt es noch so ein paar Sachen, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Erstmal sage ich euch, was das überhaupt für Inhaltsstoffe sind. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Wirkstoffe, aber ich wollte versuchen, mich in diesem Video auf 10 zu spezialisieren. Okay, da starten wir doch zuallererst mal mit dem Retinol. Da haben wir einfach den Slow-Aging- oder Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, denn das stimuliert unsere Kollagensynthese und unterstützt halt die Hautregeneration. Genau, hier habe ich meine aktuell in Anwendung befindliche Geschichte. Da haben wir auch das High Concentrate von Dalton. Ich glaube auch, dass es das einzige Retinolprodukt ist, was wir dort finden. Hier wurde halt gesagt, naja, du musst ein bisschen aufpassen mit sensibler Haut. Ich liebe das Produkt. Also meine Haut liebt es auch einfach total. Und ich finde es großartig. Das ist jetzt halt auch gerade aktuell so mein Slow-Aging-Wirkstoff. Schlechthin.
Man kann auch zu chemischen Peelings gehen. Da habe ich hier das AHA und das PHA aus dem Adventskalender. Dann gibt es ja auch noch das BHA. AHA ist unsere geliebte Fruchtsäure, die wir hier finden. Ich habe euch auch ein komplettes Video mal über Peelings gemacht, auch über chemische Peelings mit Anwendung und so weiter, findet ihr hier oben im i. Ich habe eine komplette Playlist zur Skincare, verlinke ich euch auch am Ende des Videos. Ne? AHA verfeinert das Hautbild. Es ist dafür da, um die Hyaluron- und Kollagenproduktion anzuregen und ist auch so ein bisschen Slow-Aging, Anti-Aging-mäßig unterwegs und es ist halt ein Peeling. Ne? Dann gibt es noch die Salicylsäure, die ich euch mal einblende, die habe ich jetzt gerade nicht hier, die müsste aber irgendwo auch in meinem Backup sein. Das ist quasi so ein befreiendes Produkt. Sie ist dafür da, um die Hornschicht der Haut zu lösen und alles halt sauber zu machen, also alles schön rauszureinigen und ja, kennen wir als BHA Salicylsäure und wird halt viel im Bereich der Akne-Geschichte verwendet oder Unreinheiten. Und dann habe ich noch die unterstützende PHA-Säure. Die geht leider manchmal so ein bisschen unter, ist aber so mein Favorit bei der ganzen Sache, weil ich eine sehr sensible Haut habe. Die ist einfach unterstützend, denn sie fördert halt einfach die Ceramidbildung und die Hautregeneration und das kann ich einfach auch sehr gut gebrauchen, denn ich persönlich brauche alles, was meine Hautbarriere stärkt, was meine Haut regeneriert und einfach meine Haut auch ein Stück weit unterstützt. Kollagen ist übrigens das, was irgendwann anfängt abgebaut zu werden bei uns im Körper und weswegen wir dann als Slow-Aging oder Anti-Aging-Gedönsen immer wieder zusehen, dass wir unsere Kollagenproduktion anregen, dass unsere Haut das auch wieder produziert. Ne? Hätte ich auch vielleicht als Wirkstoff mit reinnehmen können. Nun, denn auch das Vitamin C ist mit Kollagensynthese. Sag mal, du kannst doch da nicht buddeln, Sammy. Das ist ein Teppich. befreundet? Nein, das ist die Aufgabe von ihm. Er schenkt sofortigen Glow, hält Pigmentflecken auf und wie gesagt, ist halt auch dafür da, dass unsere Kollagenproduktion stimuliert wird. Hier habe ich jetzt beispielsweise einfach das High Concentrate einfach mal rausgeholt. Das ist aber schon leer. Genau. Verwende ich super gerne im Sommer morgens tatsächlich. Und dann habe ich hier noch meinen Freund, den Niacinamide. Das habe ich auch aktuell in Anwendung. Das Retinol lasse ich dann aktuell einfach pausiert. Aber Niacinamide verwendet man halt einfach, um das Hautbild zu verfeinern. Und ich habe ja hier meine Rötung und da helfen einfach die Niacinamide. Das hält die Pigmentflecken auf, beziehungsweise auch so Rötungen und so. Ne? Das gleicht einfach aus und macht ein flawless Skin. Und das hilft auch gegen Augenringe, gegen Sonnenschäden, gegen Hyperpigmentierung nennt man das einfach. Ne? Übrigens auch in der, ich muss die ganze Zeit trinken, ich habe so einen Durst hier, in der Bright Perfection Reihe finden wir auch sehr gute Niacinamid-Produkte von Dalton. So, das ist jetzt einmal kurz die Inhaltsstoffe, die 10, ne, die 10 Wirkstoffe. Und jetzt kommen wir mal zu den besser nicht miteinander kombinieren Geschichten, denn ich habe euch am Ende ja 4 Gruppen vorgestellt und bei diesen 4 Gruppen muss man einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen. Die haben einfach eine wundervolle Art und Weise, ihre Wirkstoffe rauszuhauen und uns auch tolle Ergebnisse zu geben. Zum Beispiel ist das Retinol richtig gut geeignet für ölige und Mischhaut und das Vitamin C halt für normale und trockene Haut. Aber es ist natürlich so, dass ich jetzt auch mit meiner sensiblen Haut manchmal ganz schön viel Bock habe, so ein Retinol zu verwenden. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man es auch richtig anwendet. Zum Beispiel sollte man aufpassen, dass man Retinol nicht mit chemischen Peelings zusammen verwendet, was ja irgendwie auch logisch ist, weil beides verwendest du ja eh abends, ne? Und beides hat ja auch eine peelende Wirkung und es ist beides hornlösend und wie dünn willst du deine Haut machen? Ja. Ne? Das heißt, es ist ja irgendwie logisch, dass man sagt, okay, wenn ich ein Retinolserum verwende, dann verwende ich halt auch keine chemischen Peelings in der Zeit. Oder, da man das Retinol anfangs ja eh nur 2 bis 3 Mal pro Woche verwenden sollte und die chemischen Peelings auch 1 bis 2 Mal, sollte man da einfach vielleicht beides reduzieren und sagen, okay, erst 2 Mal das Retinolserum, 1 Mal das chemische Peeling und ich lasse dazwischen einfach einen Tag Pause oder so, ne, dass die Haut einfach auch ein bisschen chillen kann und nicht die ganze Zeit abgesäbelt wird. Das hört sich ein bisschen hart an, aber so plakativ würde ich das einfach mal beschreiben. Denn ansonsten wird die Haut natürlich viel zu empfindlich. Ne? Ich persönlich bin ja ein absoluter Fan von dem PHA und wenn man eine sensible Haut hat, würde ich auch sagen, wenn du sowieso auch aktuell zu dem Zeitpunkt Retinol mitverwendest, nimm dir lieber das PHA. Chemische Peeling an die Hand und macht das alles ein bisschen sanfter. Aber so kann man halt auch wirklich die Haut wirklich verbessern und du schädigst deine Haut nicht, weil das ist ja auch der Sinn von Wirkstoffen. Du möchtest sie verwenden, aber sinnvoll. Die nächste nicht miteinander zu verwenden Gruppe sind chemische Peelings zusammen mit Vitamin C. Denn chemische Peelings verändern deinen pH-Wert der Haut und dadurch wird das Vitamin C entweder unwirksam oder sogar so, dass du einen negativen Effekt bekommen könntest. Ne? Also wenn du beides gleichzeitig verwendest, sprich wenn du erst ein chemisches Peeling machen würdest und dir dann Vitamin C drauf packst,
mag die Haut das nicht ganz so gerne und die Haut könnte gerötet werden. Das möchten wir nicht, deswegen verwenden wir Vitamin C und chemische Peelings zu unterschiedlichen Tageszeiten. Am besten das Vitamin C morgens und das chemische Peeling abends. Du kannst es aber am selben Tag verwenden und da ist es halt auch wiederum immer wieder wichtig, dass du dein Gesicht natürlich, bevor du dich pflegst, immer wäscht. Das nächste trifft eigentlich nur dann zu, wenn du eine sehr hohe Wirkstoffkonzentration verwendest, wie zum Beispiel bei den High Concentrates von Dalton. Da geht es jetzt um Vitamin C und Niacinamide. Das wissen die allerwenigsten tatsächlich, dass man die beiden nicht miteinander kombinieren sollte. Schreibt Dalton auch immer auf die Übersichts-Homepage, aber ich wusste es tatsächlich im Vorfeld nicht und habe es sogar anfangs auch kombiniert verwendet. Das war nicht so schlau, denn durch das Vitamin C kann es passieren, dass das Niacinamid in Nikotinsäure umgewandelt wird und das ist nicht ganz so gut, weil dadurch wird die Haut sehr, sehr empfindlich gemacht und auch da können wieder Rötungen auftreten. Und ich möchte meine Haut ja nicht einem noch höheren Reizpotenzial ausliefern, sondern im Gegenteil, ich möchte meine Haut stärken, ich möchte sie ebenmäßig hinbekommen. Und da Vitamin C und Niacinamid ja eh sehr, sehr ähnliche Wirkungsweisen haben, nämlich dieses Aufhellende und so weiter, kann man auch eh sagen, okay, ich verwende jetzt entweder oder, je nachdem, was die Haut halt besser verträgt. Und auch da ist es einfach so, dass man sagt, du verwendest das eine morgens zum Beispiel das Vitamin C und das andere abends zum Beispiel das Niacinamid. Genau, und das sind jetzt so meine Tipps, die ich euch im Bereich der Wirkstoffe einfach mal so ein bisschen an die Hand geben wollte. Ich hoffe, dass es nicht zu wild war, dass ihr jetzt nicht zu overloaded seid. Ja, ich habe euch das Ganze auch nochmal in der Infobox so ein bisschen aufgelistet, dass ihr da nochmal vorbeischauen könnt, auch Produkte dazu verlinkt, falls ihr Bock habt, da mal vorbeizuschauen bei Dalton. Ne? Single Claudi gibt euch gerade 30% Rabatt. Richtig, richtig, richtig hoher Rabatt. Sehr, sehr geil. Deckt euch ein, packt euch auf jeden Fall Probensets auch mit rein, weil die sind für Umme. Ne? Was ich euch auch empfehlen würde, sind natürlich die Starter-Sets, die einfach generell schon mal reduziert sind. Und ich meine, dass da auch, wenn das nicht ein Streichpreis ist, auch Single Claudi mit 30% drauf gilt. Ansonsten habe ich euch auch alles, was hier auf dem Tisch steht, also von den Produkten her, nicht jetzt Sammy's Leckerlis oder so, in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Und dann wäre es das hier gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.